Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass wir heute hier sind, um drei Infomobile auf den Weg zu schicken, die werben werden unter dem Motto berufliche Bildung unschlagbar. Ich gratuliere den Gestaltern der drei Infomobile sehr herzlich dazu, dass ihre Vorschläge ausgewählt worden sind. Ich bin schon ganz neugierig, gleich zu sehen, wie das denn aussieht. Ich kann es mir noch gar nicht vorstellen, ich habe noch keine Bilder gesehen. Ich wünsche den drei Ausbildungsmobile, den drei Infomobilen und denjenigen, den Teams, die damit in Deutschland unterwegs sein werden, gute Fahrt, viel Interesse an dieser starken Seite unseres Bildungssystems und die Chance, viele gute Signale zu setzen. Da steckt viel Interessantes drin. Berufliche Bildung ist nicht der Plan B, sondern berufliche Bildung ist gleichwertig. Irgendwann kommt der Tag, da muss man sich entscheiden, was tue ich jetzt, in welche Ausbildung gehe ich, welcher Beruf interessiert mich, wo sind meine Stärken, und dann auch gute Gesprächspartner finden, um einen Weg gehen zu können, der ihnen liegt, an dem sie ihre Stärken weiterentwickeln können und der ihnen auch Spaß macht. Praktikum ist immer wichtig, um mal was auszuprobieren. Das heißt ja für jemanden, der dich einstellt, nicht nur, dass er Kopf hauen kann, ne? Sondern dass der auch was macht. Der hält was durch. Wenn ich dem eine Aufgabe gebe, dann weiß ich, aufgrund, dass du Karate kannst und einen blauen Gürtel hast, der kann eine Aufgabe bis zu Ende. Und ich muss keine Angst haben, dass er morgen aufhört. Willkommen. Du mit dem Stress einen Traumzucker?